Hallo, 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 hey, 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 hier ist wieder eure Iris Riedel von Unique by Iris. Und wir machen heute, also das gibt es auch im Angebot, aber wir machen heute mal Flüssiglidschatten. Viele trauen sich ja nicht so ganz ran an Flüssiglidschatten, obwohl der eigentlich mehr Anfänger geeignet ist wie gepresster Puderlidschatten. Es gibt auch Losenlidschatten. Aber habe ich heute gelesen, das ist schlecht, weil sich das dann überall verteilt. So, fangen wir mal einfach an. Ich habe schon Primer drauf. Und zwar, ich nehme immer, das ist eigentlich mein liebster Primer, weil der für jedes Make-up gut ist. So, und für alle Hauttypen. So, machen wir mal das Gesicht frei. So, wir nehmen Spray Foundation, Früh Make-up. Ich glaube, es ist richtige Farbe. Mehr so ein bisschen versuche zu tupfen. Nicht zu viel. Ihr wisst, man kann immer nachtragen. Ich persönlich mag es nicht. Muss ich mal bald auch meine Winterfarbe nehmen, glaube ich, wenn ich das so sehe. Ich persönlich mag es nicht, wenn ganz viele Make-up-Schichten drauf sind, aber die Geschmäcker sind ja verschieden. So, ich trage das hier auch an der Auge einfach drüber. So. Mag ich eigentlich total gern, weil das auch ein Gefühl ist, wie wenn kein Make-up drauf wäre. Alle Make-up-Arten von Unique sind sehr leicht. So, sehe ich aber hier im Spiegel. Dass hier noch ein bisschen fehlt. Also man kann das von ganz leicht verwende bis stark deckend dieses Spray. So. So. Na. Schön verteilen. Mache ich am liebsten mit dem Pinsel. So. Concealer soll man auch ab einem bestimmten Alter. So, zwar dann nochmal mit dem Pinsel. Schütteln wir ein bisschen. Diese Tränensäcke da. Habe ich früher auch nicht gewusst. Muss man auch schnell verblenden. Ist auch gut als Brillenträger, wenn man dieses hier hell macht. Seht ihr, das sieht ja jetzt schon heller aus wie hier. Nicht zu stark, weil sich sonst in der Fältchen absetzt und das ist nicht das Ergebnis, was wir wollen. Weil man sonst das Augenmerk noch mehr auf die Fältchen legt. Zieht, nicht legt. So. Auch beim Flüssiglidschatten machen wir einen Primer drunter, damit er auch eine ebene Untergrund hat und die Farbe kommt besser raus. Das ist alles, was man braucht. So. Auch wenn jemand zum Beispiel arg schwitzt, dann trocknet der Flüssiglidschatten nicht so, dann ist ein Primer auf jeden Fall immer gut. Eigentlich finde ich einen Primer immer gut, weil er ganz einfach das Gesicht vorbereitet und die kleinen Fältchen schon glättet. Rosa. Sisterli. Ach, mein Schatz guckt zu. Hallo. So,
Lächeln, bitte nicht hier vorne. Wenn man über 40 ist, das sieht lächerlich aus. Dankeschön. Herzen. So. So. Der Primer soll ein bisschen trocknen. Und so lang biege mir die Wimpern. Sie im Spiegel gucke, ey. Nicht, dass ich irgendwas verklemme. So. Ich hoffe, euch geht's alle gut im Lockdown. Aber ich finde, jetzt ist die richtige Gelegenheit, wenn man so zu Hause ist, vielleicht nicht weiß, was man tun soll, um sich Gedanken darüber zu machen, ob man sich nicht im Network Marketing ein zweites Standbein, ein zweites Standbein kreiert. Ich suche immer Frauen, tolle Powerfrauen für mein Team und 107 Euro ist die einzigste Investition, die ihr machen müsst. Damit kauft man das Starter-Kit und hat schon die Anfänge von einem Business. Ich will mir ein Empire aufbauen. So, wir nehmen dieses Business-Like. Das hat hier so ein Applikator und da gehen wir jetzt aber vorsichtig. Ich habe das früher dick drauf und dann trocknet es nicht richtig. So, und jetzt werden wir dieses mit so ein Pinsel ist ein Creme-Lidschattenpinsel. Das werden wir jetzt hier schön verteilen. Auch ein bisschen mehr tupfen. Seht ihr, ich nehme das jetzt nämlich hier ab. Hier ist zwar eine Öffnung, wo kommt die richtige Menge, aber ein bisschen viel. Und ich will euch heute zeigen mit zwei Farben. Auch Flüssiglidschatten kann man verblenden und zwei Farben benutzen. Seht ihr, das ist so ein Mauve, nennt man die Farbe, glaube Mauve schreibt man es. Und was sehr wichtig ist bei Hallo Vanessa, bist du das? Mein Licht ist hier. Hallo. Was habe ich vergessen? Vor lauter. Man lässt den auch trocknen. Also das ist ganz wichtig, dass der Flüssiglidschatten trocknet, weil er ja sonst, auch wenn man Schlupflider hat wie ich, klebt er ja hier oben. Deswegen machen wir heute auch. Ja, machen wir heute auch das mit dem Pinsel, weil wir dann exakter auftragen können wie mit dem Applikator und auch weniger nehmen. Ich wusste es vorher auch nicht, also man kann wirklich auch zwei Farben benutzen bei Flüssiglidschatten und die miteinander verblenden, natürlich wenn es getrocknet ist. So. Gibt es ja jetzt bis nächsten Montag im Angebot ein Flüssiglidschatten und eine Twisted Mascara mit 20% glaube Ersparnis. So, das lassen wir ja jetzt trocknen ein bisschen. Ah ja, hier kann man dann noch ein bisschen nacharbeiten. Sie ist manchmal nicht so gut am Handy, deswegen muss ich in den Spiegel gucken. Dann nehmen wir jetzt auch so ein Braun dazu, aber mit einem anderen Pinsel. So ein Pinsel ist eigentlich ganz egal, was für einer, aber Creme, die flache sind für Creme und für Flüssiglidschatten. Hi! So, der heißt Ornate. Der ist so ein bisschen Bronze. Bronze, ja, genau. Schupfen wir jetzt hier ein bisschen rein. Sie natürlich muss man vorsichtig sein, weil das. Das lassen wir jetzt mal so, weil ich nicht zu viel will. Das lassen wir auch trocknen und dann, wenn es getrocknet ist, wird es verblendet. So. Also mit Flüssiglidschatten ist man natürlich schnell geschminkt. Geht
ruckzuck. Blendet Thomas so. Fühlt sich total kühl an auf dem Lid, also ist anders wie Puderlidschatten. So ein Pinsel mit so ganz weiche Haare könnt ihr zum Verblenden benutzen. So. Ich glaube, das war zu wenig, aber kein Problem. Gehe jetzt mal weiter so hin, weil man hier mehr Druck zum Verblenden braucht. Ich will das auch jetzt nicht, ja genau, ich will das jetzt auch nicht hier ganz drüber, sondern nur ein kleiner Akzent hier. Komisch aus, oder? Egal, zack. Deswegen fange ich auch immer vorsichtig an, weil man kann das immer noch aufbauen, was man jetzt auch machen wird. Bisschen hier drüber, also der das ist nur wegen der Schnupflider. Wegen der Schlupflider. Ansonsten würde ich. Und weil ich euch zeigen will, dass man auch flüssige Lidschatten verblenden kann. So. Und ich habe gelesen, bei Brillenträger wäre das gut, wenn man so dunkel noch in die Ecke macht, weil das dem Auge Tiefe gibt. So. So. Spürt man noch ein bisschen, wie das kühl ist, also dann ist es noch nicht getrocknet. Also für mich war das, ich habe früher gar nie flüssig Lidschatten benutzt, eigentlich gar nicht viel Lidschatten, aber jetzt mache ich es sehr gerne. Eben auch, um meine Augen größer zu schminken, weil die wegen dem Alter ein bisschen sonst zu klein wirke. Und mit der Brille sowieso. So. Also seht ihr, das geht ganz gut. So, mehr wollen wir nicht. Nur, dass das ein bisschen so den Anschein von Tiefe hat, kann man hier auch. Also lässt sich super miteinander verblenden. Man kann auch Puderlidschatten mit Creme oder Flüssiglidschatten verblenden. Also es funktioniert alles. So. So, Wimpern haben wir schon hochbogen. So. Dankeschön, mein Schatz, schenkt mir ein Like. So. Ganz wichtig, weißer Lidstrich hier drin. Und weil das ja das in der äußeren Augenwinkel braun ist, kommt auch ein brauner Kajal. Aber nicht der ganz dunkle, sondern der hellere. Und zwar nur so außen, bis zur Mitte. So. 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 Die Twisted Mascara ist bei diesem Angebot dabei. Ich habe meine Wimpern schon hochgebogen. Wir nehmen auch keinen Wimpernprimer, sondern fange an mit der kleinen Präzisionsbürste. Einfach Tusche. Hier erwischt ihr jedes einzelne Haar, auch wenn es ganz kurz ist. Vor allem hier in der Augenwinkel geht es natürlich super. Ich mache hier auch die Zickzack-Bewegung, weil ich wirklich gemerkt habe, die Wimpern trennen sich dann besser. Also es ist wirklich
eine gute Art, Wimpern zu tuschen, weil dann werden die wie auseinandergerüttelt. So. Ich glaube, ich muss mir schon neue auf meine zu oft benutzt. Wird bald leer. So. Dass ihr mal den Vergleich seht von einem Auge. So, jetzt das ist die Kammbürste. So, jetzt schaut mal den Unterschied. Also ist schon, oder? Und es ist eine Lage. Irgendwie, wenn ich da aufpasse, ist der Deckel verklebt. Ihr könnt da ganz nah an die Wurzeln der Wimpern. Das kann man sonst gar nicht, wenn die Bürste größer ist. Hier diese innere, die erwischt man sonst fast gar nicht. So, Vanessa, ich hoffe, dir geht's gut. Ich schweig da vor mich hin. So, alles okay. So, hier die untere. Also die Twisted Mascara. Ach so, ja, natürlich, ihr könnt wähle bei diesem Angebot auch die andere Epic. Wasserfest, die normale und die Twisted, nur keine 4D. Und natürlich die Twisted in Türkis habe ich mir bestellt, wenn ich sage. Eine türkisfarbene Wimperntusche, weil ich auch Türkis so lieb. Aber die türkisfarbene wird es wirklich nur limitiert geben. Wenn die ausverkauft ist, ist sie weg. Also das ist auch bei der lila Mascara so, wenn die weg ist, ist sie weg. Die ist, glaube ich, schon weg. Einfach ein bisschen so zickzack bei jeder Mascara. Funktioniert, habe ich ausprobiert. So. Jetzt machen wir hier. Was ich halt auch so toll finde, bei dieser braucht ihr gar keinen Wimpernkamm. Diese Silikonbürste hat so die Borste angeordnet, dass die super die Wimpern trennt. Und sieht halt total natürlich aus. Man kann auch nur die kleine meiner Nichte, so eine neue Mascara geschenkt, wo die rauskam. Und die hat nur die kleine Bürste benutzt, war trotzdem begeistert. Mir geht's gut. Ich versuche halt immer positiv zu bleiben. Aber so geht's mir gut. Also nicht krank oder so, zum Glück. Meine Mutter ist 89 und wohnt im selben Haus. Und ich, wenn ihr Pflegerin Pause hat, bin ich unter. Es wäre natürlich fatal, wenn ich krank wäre. Also wir bleiben halt zu Hause und schützen uns. Nur was oft ist, wenn die vom Einkaufen kommen oder so, denke ich immer, mir kratzt im Hals. Das dauert dann immer ein bisschen schon so. Merkwürdig ist man schon drauf. So, die dritte Lage. Sieht also, siehst du, die kleben fast gar nicht zusammen. Das ist halt. Aber nicht wasserfest. Leider. Ja, was heißt leider? Wasserfeste kriegt man auch schlecht ab wieder. So. So, hier ist ein bisschen. Sehe gerade. So, jetzt machen wir noch Lippenstift. Wo ist der?
Hier ist jetzt ein bisschen Fliegenbeine oder wie sagt man da, ja, die untere Mai nochmal. Weiß nicht, warum das immer so zusammenklebt bei mir. So. Und ich sehe auch immer wieder kurze Wimpern dazwischen, aber am Anfang gedacht, oh Gott, ich schminke mich doch immer ab, warum sind da kurze Wimpern? Jetzt habe ich aber gelesen, dass das völlig normal ist, dass die ganze Zeit Wimpern abbrechen, rausfallen, neue wachsen. Also, das ist das Leben einer Wimper. So, Wimpern getuscht, Flüssiglidschatten, sieht so aus. So, und jetzt machen wir einen Lippenstift. Und zwar, wo war der Easy Street? Hier. So, Alt-Rosé, Standard dort. So, ich mache Lip Liner. Eigentlich ist mir das mit dem Lippenstift noch nicht passiert, aber manchmal fließt er so in die Fältchen. Das ist ein bisschen blöd. Der riecht so gut. Also mit der Spitze, natürlich wird es mit der Zeit, wenn man es benutzt, weggehen, die Spitze, aber geht es ziemlich gut. Und der hält unglaublich lange. Hups, bin fast runtergeschmissen. So, dann haben wir Setting Spray, dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank, liebe Vanessa. Vielen Dank, mein Schatz, fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend und wir sehen uns am Freitag wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.